Guten Morgen und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog hier auf Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Ihr könnt schon sehen, ich befinde mich hier gerade an einem Bahnhof und warte auf den Zug, der mich nach Hamburg bringt. Und dort warte ich auf den nächsten Zug, der mich dann von Hamburg nach Aarhus in Dänemark bringt. Denn heute geht es zu Tropika. Übrigens startet der Tag natürlich damit, dass der allererste Zug, den wir hier nehmen sollten, der eigentlich um 7 Uhr hier losfahren sollte, bereits 50 Minuten Verspätung hat. Was natürlich dazu führt, dass wir unseren Anschlusszug in Hamburg nicht bekommen werden. Was dann natürlich dazu führt, dass wir noch später in Dänemark ankommen werden. Also der Start hätte besser laufen können, aber gut, so ist es jetzt. Aber vielleicht noch mal kurz zu der Vorgeschichte, warum fahre ich da überhaupt hin? Ihr habt doch wahrscheinlich mein Interview mit Anne Braun auf der Interzoo gesehen. Anne hat ja auch mit mir in Kooperation quasi das Tropika-Gewinnspiel gemacht für das Tropika 90-Tage-Programm bei mir, wo das ganze Mini-M da verlost wurde. Das ist ja auch so ein bisschen auf ihren Mist gewachsen und sie hat mich nämlich auf der Interzoo bereits eingeladen, doch mal in Dänemark vorbeizukommen, mir Tropika anzuschauen, da halt filmen zu dürfen und alles Mögliche. Und genau das passiert jetzt heute. Ich fahre da jetzt für 2 Tage hin und schau mir dann mal Tropika wirklich vor Ort an mit allem drum und dran. So, wir haben es jetzt nach langer Fahrt auch endlich geschafft, hier in Dänemark anzukommen. Was? Ja, Möwen. Möwen sind auch hier. Da hinten ist schon Anne. Und wir werden jetzt heute Abend noch hier wahrscheinlich so ein bisschen am Strand bleiben. Den Abend noch ausklingen lassen und dann geht es nämlich morgen zu Tropika. So, guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt hier angekommen bei Tropika und es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir reingehen. Und jetzt schauen wir uns den ganzen Laden mal an. So, und hier seht ihr jetzt auch schon den Leitspruch von Tropika. Make your aquarium a success. Und wir schauen jetzt mal hier durch die Hallen durch, wie das Ganze hier aussieht. So, wir fangen jetzt an und gucken uns einmal wirklich den Weg der Pflanzen hier an bei Tropika. Und das bedeutet, wir gucken uns jetzt zuerst einmal an, wo kommen die Pflanzen überhaupt her oder in welcher Form sind sie überhaupt hier zu bekommen. Und dazu schauen wir uns jetzt einmal das Labor an und einmal die Setzstation an. Also einmal für In-vitro-Pflanzen und einmal für die Topfpflanzen. Also wir stehen jetzt hier gerade in der Potterie. Das ist die
Produktionsstraße sozusagen für die Topfpflanzen. Und gerade habt ihr ja schon so ein paar Eindrücke vom Labor gesehen. Das Labor ist natürlich jetzt etwas, da herrschen halt hohe Hygieneansprüche, da kommen wir deshalb nicht so einfach rein. Da dürfen wir nicht rein. Genau, da dürfen wir einfach gar nicht rein. Die Produktion ist ja steril, ja, unter sterilen Bedingungen und also schlimmer als beim Krankenhaus. Und deswegen ist da Zutritt verboten. Ja, ja. Ist ja auch völlig okay, ne? Deshalb habe ich ein paar Sequenzen so für euch aufgenommen, aber wir werden im Laufe des Videos auch noch ein paar Fragen klären zum Thema In-Vitros. Aber jetzt erstmal hier so allgemein zu den Pflanzen und zu der Produktion hier jetzt von den Topfpflanzen. Ein paar Fragen, die immer wieder gestellt wurden, also ich versuche so ein bisschen die Fragen aufzunehmen, die mir auch im Vorfeld gestellt wurden, die ich an euch weitertragen kann jetzt hier. Eine Frage war immer, kommen neue Pflanzen ins Sortiment und wenn ja, wie viele ist das so? Kann man das überhaupt sagen? Ja, man kann das so ein bisschen im Schnitt sagen. Ja. Also wir haben so ganz süß gesagt eine Frühjahrs- und eine Herbstkollektion, wo jeweils so drei verschiedene Pflanztypen dazukommen. Manchmal auch fünf, manchmal nur zwei, aber so im Schnitt drei im Frühjahr und drei im Herbst als neue. Und das kann von Topf über In-Vitro So allgemein alles sein. Ja, genau. Ja. Genau, eine andere Sache war noch, kann man so über den Daumen gepeilt sagen, wie lange braucht eine Pflanze so vom allerersten Kontakt in diesen Hallen bis zu dem Moment, wo sie ausgeliefert werden kann? Also das ist ganz unterschiedlich von Pflanzentyp zu Pflanzentyp. Eine Alternantera braucht so im Schnitt 6 Wochen, Alternantera, Nicky Pink, Papageienblatt, von kleinen Samen bis zum letztendlichen Produkt, was wir auch rausschicken, was unseren Qualitätsstandards genügt und dann rausgeschickt wird. Genau, es gibt aber welche, die 8 Wochen brauchen. Also 6 Wochen so das kürzeste wahrscheinlich? Ja, 4 Wochen ist das 4 Wochen? Kürzeste. Okay. Genau. Aber die meisten brauchen so 6 Wochen. Es gibt aber auch Sachen hier wie bewachsene Holzer oder Steine, die sind 3 bis 6 Monate in der Aufzucht. Okay, ja, gut. Okay, das wäre jetzt sozusagen erstmal so die erste Fragerunde. Ich werde das jetzt immer weiter einbinden hier in dieses Video, dass wir auch auf jeden Fall eure Fragen noch mit reinnehmen, während wir uns jetzt hier weiter durch die Hallen bewegen. So, ich habe jetzt gerade hier von der Anne erfahren, die haben ja hier auch diese bewachsenen Hölzer und bewachsenen Steine, Aquadeco oder Dekor nennt ihr das, ne? Ja, genau. Ja. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Pflanzen dafür, die werden tatsächlich nicht sofort da drauf gesetzt, sondern die werden erstmal nochmal vorgewachsen. Ja. Ne, sozusagen Mini-Topfpflanzen in so ganz kleiner Wolle und dann werden die nach welcher Zeit? Weißt du das? Also ich glaube wirklich, dass die 2 bis 4 Wochen wachsen und dann werden die... Kommen sie aufs Holz. Und dann werden sie aufs Holz gesteckt, nicht geklebt, nicht gebunden, also gesteckt in Ritzen auf dem Holz oder auf den Stein. Und dann wachsen die Deko-Steine und Wurzeln nochmal 3 bis 6 Monate in der Gärtnerei. Ja. Also krasser Aufwand dafür, dass wirklich die Sachen erstmal vorgewachsen werden, so als Mini-Topfpflanze sozusagen und erst dann tatsächlich auf die Hölzer kommen. So, was man hier im Hintergrund sehen kann, das ist ein Regenwassertank. Denn die versuchen hier über die Hallen so viel wie möglich Regenwasser zu sammeln. Denn der Wasserverbrauch ist natürlich extrem hoch. Und da wird halt einfach versucht, wirklich möglichst nachhaltig zu arbeiten, indem halt viel Wasser eingesammelt wird, was dann hier selber wieder für die Gärtnerei verwendet wird, ohne da jetzt irgendwie auf das Wasser vor Ort zugreifen zu müssen. Sind wir jetzt noch im Testraum sozusagen. Hier werden einfach neue Aquarienpflanzen getestet, wirklich in Becken. Ihr könnt das hier sehen, auch wirklich hübsch eingerichtete Becken. Ich zeige euch die gleich noch mal ein bisschen näher, um einfach zu sehen, wie verhalten sich die Pflanzen unter Wasser, wenn das zum Beispiel etwas ist, was noch nicht im Sortiment ist. Gut, jetzt gerade sind wir einmal weitergegangen, einen Raum weiter, und zwar hier ins Testlabor rein. Das heißt, hier stehen jetzt wirklich Aquarien hinter uns, ihr könnt das schon sehen, wo halt Pflanzen drin gezogen werden, die noch nicht im Verkauf sind. Die sind noch nicht in der Pipeline. Ja, okay. Also das ist alles sozusagen jetzt erstmal ein Testlauf zu gucken, wie verhalten die sich, unter welchem Licht, unter welchen Bedingungen. Du hast ja auch schon gesagt, dass die Aquarien wirklich nach eurem Ampelsystem sozusagen aufgebaut sind, ne? Ja, also teilweise sind die so aufgebaut, dass Easy, Medium, Advanced, das ein Becken mit wenig Licht und keiner CO2-Zuführung und das nächste Becken mit etwas mehr Licht und CO2 und das dritte Becken dann wirklich also mit viel CO2 und viel Licht. Ja. Weil es gibt ja, wir haben immer mehr als 200 verschiedene Pflanzen in der Pipeline. Pipeline heißt also Testline, Testlinie oder wie man das nur nennen kann. Und um da wirklich alles auf Herz und Nieren zu prüfen,
machen wir da. Mhm. Über, unter Wasser, alles Mögliche. Ja, habe ich schon gesehen. Also wirklich coole Sachen, dass da auch wirklich so viel Aufwand damit betrieben wird, bis es halt erstmal überhaupt in den Verkauf reingeht. Ja. Dass man sich auch sicher sein kann, dass es halt dann so funktioniert. Ne? Ja, wir haben eben sehr hohe Qualitätsansprüche und Standards und wir brauchen nicht mit irgendwelchen Mist anfangen. Da kommt nur am Ende Mist raus. Ja, also deswegen ja. Immer das Beste nur. Eine Frage will ich jetzt an dieser Stelle noch aufgreifen, die ihr mir auch gestellt habt, und zwar, wird an den Düngern noch irgendwas verändert? Kommen da noch neue Dünger, werden die irgendwie weiterentwickelt oder so? Also von den beiden Flüssigdüngern, die ihr gerade habt. Also die bleiben so, weil im Prinzip ist es eine ganz lustige Geschichte. Die Dünger wurden entwickelt, um die Pflanzen in der Gärtnerei zu düngen vor vielen, vielen Jahren. Okay. Und dann hat man festgestellt, das klappt so gut mit der Düngung, dass man gesagt hat, vielleicht sollten wir das ja in kleineren Flaschen abfüllen. Ja. Also die Rezeptur klappt so gut und ist so gut am Verkaufen, dass die Dünger, da wird sich nichts dran ändern. Ja, wir werden das ja. Vielleicht das Sortiment noch erweitern mit anderen Sachen, aber an den Düngern wird sich nichts ändern. Ja, ich glaube, vor kurzem kamen ja diese Nutrition Capsules jetzt neu raus. Die gab es eigentlich schon mal vor vielen Jahren, aber da wurde jetzt noch eine neue Ummantelung gemacht und eine neue Verpackung und genau. Ja. Ja, aber witzig, also dass es auch wirklich dann ja aktiv hier eingesetzt wird und jetzt nicht nur etwas ist, was man dann noch zusätzlich verkauft sozusagen, sondern ne, wirklich halt hier drin ist. Ja. Ist schon cool. Ja. Gut, und eine Sache, die uns jetzt gerade noch aufgefallen ist hier beim Durchlaufen, hier läuft jetzt noch ein anderer Test sozusagen, und zwar der Test, wie lange halten denn die Pflanzen, wenn man sie irgendwo liegen kann? Das ist ja auch eine Frage, die von euch wirklich häufig kommt, gerade auch zum Beispiel bei mir in der Gruppe, wie lange kann ich denn jetzt so ein Töpfchen irgendwo stehen lassen, bevor ich es einpflanzen muss? Mhm. Kommt drauf an, welche Töpfchen das sind. Also In-vitro-Töpfchen, die halten sich gerne 3 bis 6 Monate. Okay, das also lange. Niemals unter direktem Sonnenlicht. Ich habe welche, ich habe mal eine Eleocharis stehen gehabt auf dem Schreibtisch einfach. Die stand da 6 Monate, bis der Deckel geplatzt ist. Also wir sagen unseren Läden, dass die In-vitro-Pflanzen ohne Probleme ohne direktes Sonnenlicht, mit wenig Licht von einer Beleuchtung, LED-Beleuchtung oder in der Nähe von einer Pflanzenanlage, bei Raumtemperatur ungefähr 2 bis 4 Monate halten. Also macht es schon Sinn, sie wirklich nicht explizit noch zu beleuchten, sondern einfach irgendwo in ein Regal zu stellen? Oder? Ja, wir haben ja das Regal von Tropica mit der LED-Beleuchtung, aber das ist jetzt nicht so kräftig, dass man sagen kann, um Gottes Willen. Also es kommt ja auch wieder auf die Typen drauf an. Eine Hemianthus braucht mehr Licht als eine Bacopa in den Vitro, aber so ein Durchschnittslicht, da halten die sich 2 bis 4 Monate circa. Ja. Und die Töpfe in den Blisterverpackungen sagen wir so ungefähr 3 Wochen, genauso wie die Mini-Töpfe in den Blisterverpackungen 3 Wochen. Macht das denn die Sachen zu kühl? Weil ihr ja jetzt auch explizit so Kühlschränke genau. habt. Genau. Also die halten sich im Schnitt 4 Wochen länger mit dem Kühlschrank. Okay. Tatsächlich haben unsere Tests ergeben, es muss nicht sein, aber gerade für Länder, wo eine hohe Temperatur herrscht, Südeuropa oder so eine Geschichten oder Süddeutschland, ist es sehr angebracht, weil umso weniger Verluste hast du in den Pflanzen. Also das heißt wirklich, wenn ihr euch überlegen würdet, jetzt Pflanzen zu bestellen und ihr könnt halt erst in 1-2 Monaten einsetzen, dann ab im Kühlschrank. So. Ab im Kühlschrank, genau. Wunderbar. Aber der Unterschied ist eben, dass der Kühlschrank von uns immer beleuchtet ist und nicht nur, wenn die Tür aufgeht. Ja, okay, aufgeht, das ist ein Argument. Ja, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Nee, da hast du natürlich recht. Ja. Das Licht geht ja aus beim normalen Kühlschrank. Ja, klar, also, da muss man dann auch wieder drauf achten. Also im Prinzip ist es so, ihr solltet euch merken, kauft ihr euch eine In-vitro-Pflanze und habt erst Zeit, in einem Monat die einzupflanzen, stellt die einfach unter einem Schreibtischlicht Licht weg vom Sonnenlicht in normaler Raumtemperatur. Und dann hält das Ding auch. Das wächst sehr gut in der Verpackung. Ja, wunderbar. So, ich habe mich jetzt hier einmal mitten in die Pflanzen reingestellt. Wir sind jetzt in einem der Gewächshäuser hier. Das ist jetzt der Bereich für die Mutterpflanzen. Und ich meine, ihr könnt das hier sehen, neben mir und um mich herum, wie absurd groß die zum Teil sind. Ich kann bei einigen Pflanzen überhaupt nicht sagen, was das ist, weil ich die in dieser Größe und in dieser Form noch nie gesehen habe. Aber hier werden halt von den Mutterpflanzen die Stecklinge genommen und diese Stecklinge sorgen dann halt wieder für die neue Produktion. Also das ist sozusagen das Nachhaltigkeitsgewächshaus, wo jetzt wirklich von den Pflanzen halt 2-mal im Jahr Stecklinge genommen werden, die dann eben wieder überführt werden in die Produktion von den neuen Pflanzen. Und so erhält sich das sozusagen selbst ja im Leben. Also es ist schon wirklich ganz, ganz cool.
So, ihr habt ja gerade schon einmal gesehen den Wassertank draußen, was ich euch schon gezeigt habe. Und ich habe jetzt hier den Ip und der kann mir sagen, wie das genau mit dem Wasser funktioniert, was hier für Wasser verwendet wird. Hier wird überwiegend Regenwasser verwendet, ja. vom Dach. Mhm. Und da haben wir reichlich. Und wir verwenden immer 85-90% Regenwasser. Okay. Und dann rund 10-12% Brunnenwasser. Brunnenwasser. Also ihr habt ja auch einen eigenen Brunnen, wo ihr ja, dann fördert. Ja, ja. ja. Gute, aber mit viel Bicarbonat drin. Ja, okay. Deswegen mögen wir nicht so viel davon verwenden, aber ein bisschen davon verwenden. Ja, das wird dann gemischt mit dem Regenwasser. Ja, das wird dann gemischt, weil dann können wir besser die pH steuern. Okay. Weil dann haben wir einen Buffer. Ja. ja, ein Buffer, wenn man die pH steuern, weil die Wasserstoffatome, die müssen neutralisiert werden. Ja, okay. Und das können wir dann besser steuern mit ein bisschen Bicarbonat. Ja, ja. Und im Grundwasser ist viel Bicarbonat. Und im Regenwasser ist kein Bicarbonat überhaupt. Was für ein pH-Wert habt ihr dann hier? Also was wollt ihr haben an pH-Wert? Also was wir in Pflanzen angeben, das ist 6,7, 6,6, okay. 6,8. Ja. Und was wir im Grundwasser haben, ist 7,5. Ja. Und im Regenwasser ist rund 4. Oh, okay, ja. Aber das wird dann dann kommt die ja in die Düngermischermaschine, von welchen wir zwei große haben, im Schuppen. Und da wird dann das Wasser laufend munitioniert von die Klimacomputer, die auch das Gießwasser steuern. Wir steuern dann auch hier die Anlagen, das ganze Klima wird von Riva, von den Klimacomputern aus Holland gesteuert. Ja, ja. Ganz genau. Und auch in diesem Wetter, dieses Jahr haben wir ja so trocken und so heißes Wind gehabt, ja. wie sonst nie. Und trotzdem haben wir die Feuchtigkeit Angabe von Minimum 67. 67? Okay. Und das haben wir den ganzen Sommer halten können. Ja, ja. Cool. Obwohl, nur wenn die Pumpe kaputt gegangen ist, haben wir Probleme gehabt. Aber sonst, der Anlage hat die Aufgabe erledigt. Ja, sehr gut. Okay, gut, ich danke dir. Eben.